Guten Morgen, herzlich willkommen bei mir. Euch nehme ich heute mal mit auf meine Morgenroutine und ich würde sagen, wir starten erstmal und gehen rein. Ja, ich bin Philipp Flieger, ehemaliger deutscher Laufprofi und Olympionike, inzwischen wahrscheinlich auch ja, Unternehmer, kann man vielleicht sagen, Podcast-Host, Autor und vor allem inzwischen auch Vater einer kleinen Tochter seit letztem Herbst. Das hat natürlich mein Leben und das Leben meiner Frau natürlich nochmal in einem ganz großen Stile verändert. Ist natürlich ganz wunderschöner neuer Lebensabschnitt, aber hat natürlich auch Einfluss gehabt auf meine sportliche Karriere, die ich diesen April dann auch beendet habe. Einfach auch, um ein bisschen mehr zu Hause zu sein natürlich. Ja, sonst war ich im Jahr sehr, sehr viel unterwegs, sehr viel in Trainingslagern. Man kennt das vielleicht im Laufbereich ja irgendwie in Kenia, in St. Moritz und so weiter in der Höhe am Trainieren. Die Wettkämpfe kommen noch dazu und das wollte ich auf jeden Fall ändern und habe mich dann entschlossen, nach sehr vielen Jahren sehr intensivem Sport, das alles zukünftig ein bisschen anders zu machen. Und Sport spielt immer noch eine große Rolle in meinem Leben, aber vor allem auch für mich natürlich, um mich fit zu halten, für die anderen Menschen, die ich irgendwie erreiche, wöchentlich im Podcast oder auf meinen Kanälen natürlich, um die auf ihrem sportlichen Weg ein bisschen zu begleiten und idealerweise auch zu motivieren. Meine Morgenroutine, die war mir immer sehr wichtig, die ist mir immer noch wichtig, aber die sieht heute natürlich komplett anders aus, als das noch zu aktiven sportlichen Zeiten der Fall war. Als noch aktiver Marathonläufer, da war ja klar, bei dem Trainingspensum, was wir absolviert haben, und da sprechen wir dann jetzt in so einer Hochphase, beispielsweise klassisch vor dem Berlin-Marathon von 200 Kilometer Laufen pro Woche und mehr. Da war klar, dass das sehr durchstrukturiert sein muss, weil natürlich auch die ganzen Mahlzeiten einfach extrem wichtig sind, um den Kalorienbedarf zu decken, was tatsächlich eine kleine Challenge durchaus auch ist. Also da war der Klassiker, dass ich eben natürlich aufgestanden bin, morgens als erstes mal natürlich AG1 genommen habe, um auch die Nährstoffversorgung eben für den Tag erstmal zu optimieren. Klassiker war dann ein oder auch zwei Espresso, also war auf jeden Fall schon mal das wichtig, um irgendwie halbwegs zurechnungsfähig zu sein. Das ist auch nicht so einfach, wenn man so ein Trainingspensum über mehrere Wochen und Monate absolviert. Und dann natürlich ein erstes gesundes Frühstück. Bei mir waren es meistens irgendwie irgendeine Variante mit Porridge, vielleicht noch Kokosraspel, ein bisschen frische Früchte. Und dann ging es ja meistens in die erste wichtige Trainingseinheit, meistens die Vormittagseinheit, entweder ein Workout oder zumindest der längere Lauf von beiden. Und so hat man sich natürlich dann durch den Tag gehangelt. Da stand damals noch alles im Zeichen von Leistungsmaximierung sportlich betrachtet. Und trainieren, essen, schlafen auf gut Deutsch, im Trainingslager sowieso. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Also ich versuche immer noch eine Morgenroutine zu leben, aber ich denke, all die Eltern da draußen, die das jetzt gerade vielleicht sehen und kleine Kids haben, die werden wissen, dass das mit Routinen immer ein bisschen schwierig ist. Also da gibt es immer genügend Ausnahmen, hängt natürlich einfach immer davon ab, wann natürlich bei uns die Kleine auch aufwacht. Meistens schon zu einer relativ gleichen Uhrzeit, aber da gibt es natürlich auch Ausnahmen, wo vielleicht auch schon mal, wo die dann vielleicht auch schon mal irgendwie eher wach ist um 5:30 oder so, dann ist eh der Morgenablauf ein bisschen anders, weil natürlich dann meine Frau oder ich uns sozusagen dann um sie erstmal kümmern müssen. Aber wenn es jetzt normal läuft und wir dann gemeinsam aufstehen, ist jetzt für mich in der heutigen Zeit mit dem, was ich sonst zu tun habe, und das ist tatsächlich doch mehr, als ich erwartet hatte, ist das natürlich ein bisschen anders. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch als erstes natürlich mein AG1 machen, parallel schon mal die Kaffeemaschine anmachen. Guter Kaffee ist mir auch wichtig, das heißt AG1 trinken, auch natürlich um nach dem Schlafen mal ein bisschen die Flüssigkeitsvorräte wieder aufzufüllen, idealerweise natürlich mit Mineralien oder Nährstoffen. Ich trinke dann parallel einen Espresso, habe da dann meistens aber auch schon mal das erste Mal das Handy in der Hand, weil bei mir doch sehr viel meistens auf der Agenda inzwischen ist und sehr viel Planungsbedarf ist. Das heißt, ich check meistens mal auf jeden Fall E-Mail-Fach, ob da was ganz Dringendes dabei ist, was ich sofort machen muss. Und dann parallel natürlich auch mal die Social-Media-Kanäle. Da sind inzwischen ja auch schon drei, die wir haben. Mein eigener Kanal, der Podcast-Kanal und der Kanal von unserer Kaffee-Brand. Und wenn es ein Tag ist, wo ich es mir sonst erlauben kann, dann wäre so mein nächster Step natürlich Laufschuhe anziehen, erstmal rausgehen. Ich habe es hier, wo wir wohnen, tatsächlich nicht weit. Wir werden das nachher bestimmt noch sehen, wo ich direkt in der Natur bin. Wunderschöne Wege und Trails oder eben auch an der Donau am Wasser.
und gehe dann für mich eine Runde laufen. Nicht mehr so crazy wie früher. Mir reichen heute auch einfach mal 8 bis 10 Kilometer. Müssen es nicht immer 20 plus sein. Aber Bewegung ist natürlich wichtig. Und auch das werden viele, denke ich mal, Eltern, die dann noch berufstätig sind, auch einschätzen können. Ich tue mich jetzt persönlich eher schwer, das irgendwie abends noch zu machen, weil der Tag bei mir als Selbstständiger ja auch einfach so viele Unwägbarkeiten birgt. Da gibt es immer mal irgendeinen wichtigen Call oder Telefonat oder irgendeine E-Mail, die reinkommt, die man halt unbedingt noch machen muss und parallel natürlich trotzdem noch Zeit für die Family haben möchte. Also ich tue mich am leichtesten, wenn ich meinen Tag direkt erstmal mit Sport dann starte. So, wir sind in der Küche, da wo normalerweise dann mein Morgen beginnt. Das heißt, wir holen uns erstmal einen Shaker. Den habe ich meistens hier oben griffbereit, wie durch ein Wunder, ein paar mehr als nur einen. Shaker alleine reicht natürlich noch nicht. Wir brauchen natürlich auch noch die Dose aus dem Kühlschrank. Und als nächstes ein kaltes Wasser. Super easy, super schnell. Ich bin da auch tatsächlich ein Purist, wenn man so möchte. 250 bis, ja, heute habe ich ein bisschen mehr, 350 Milliliter kaltes Wasser. Ist ja auch aktuell sehr heiß, insofern durchaus auch nicht abträglich, ein bisschen mehr zu trinken. Ansonsten der Klassiker, ein Messlöffel. Einfach hier rein. Deckel drauf, fest zuschrauben und 10, 15 Sekunden schütteln. Also ich glaube, leichter geht es nicht. Und erleichtert mir durchaus auch meine Nährstoffaufnahme, muss ich sagen. Gerade auch an Tagen, die ein bisschen stressiger sind. Das ist schon mal Nummer 1. Dann, Espresso muss natürlich auch sein, Leute. Den lassen wir jetzt hier auch noch raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber Richtung Handy und Laptop. Ja, das ist eigentlich so der Ort, wo mein Morgen beginnt in aller Regel, bevor ich dann im besten Fall eine Runde laufen gehen kann. Es ist definitiv schwieriger geworden, irgendwie alles zu balancieren. Das kann ich vorweg schon mal sagen. Das Leben als Sportler ist doch relativ einfach. Also würden jetzt vielleicht ein paar Kollegen auch widersprechen, aber einfach bezogen auf, dass man wirklich so ein übergeordnetes Thema in seinem Leben hat. Es ist dann bei mir der Leistungssport gewesen, dem du alles unterordnest, um dann natürlich in der Lage zu sein, die Ziele, die du hast, zu erreichen. Und das hat über viele Jahre mal besser, mal schlechter funktioniert. Das hat auf jeden Fall funktioniert, da irgendwo in Deutschland eine Zeit lang recht gut und recht weit vorne unterwegs zu sein, Olympische Spiele zu erleben, was ein absoluter Kindheitstraum von mir war, seit ich damals mit 9 Jahren das erste Mal Olympische Spiele eben in Atlanta 1996 gesehen habe. Sowas zu erreichen, das macht natürlich schon was mit einem. Aber ich glaube, die nächste große Challenge für mich, das merke ich jetzt schon nach diesen wenigen Monaten seit Karriereende, ist einfach auch ein normales Leben zu leben lernen. Also das klingt jetzt ein bisschen hochtrabender, was ich damit sagen will, ist, ich habe so krassen Respekt vor allen Leuten da draußen, die es schaffen, Family, Beruf und noch ein gesundes Leben drumherum, damit meine ich also sportliche Bewegung, gesunde Ernährung, all das irgendwie unter einen Hut zu bringen und in Einklang zu bringen, weil es ist schon leicht mit dem sportlichen Ehrgeiz, den ich schon immer hatte, das natürlich jetzt irgendwie auch auf so eine berufliche oder Businesswelt zu übertragen und da dann Vollgas reinzugehen, aber das ist ja einer der Hauptaspekte, warum ich bei diesem Extremleistungssport einen Schritt eher zurückgehen wollte, dass ich einfach jetzt mit Mitte 30 auch anderen Lebensbereichen mehr Raum geben kann. Klar, allen voran natürlich Family, meiner Frau, meiner kleinen Tochter, meinen Eltern, dann natürlich auch den Freunden. Ich bin sehr gesegnet mit Freunden, die sehr viel Verständnis über all die Jahre hatten, dass man auch irgendwie den 30. Geburtstag nicht dabei sein konnte, teilweise auch bei einer Hochzeit nicht dabei sein konnte, weil irgendein großer Wettkampf war. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, aber genau das ist jetzt der nächste Lebensabschnitt, dem ich ganz bewusst da auch mehr entgegenbringen möchte, eine andere Art von Balance in meinem Leben schaffen möchte. Und ich glaube, das gelingt nur, wenn man diese ganzen Aspekte miteinander schafft zu vereinen. Also Bewegung, egal ob es jetzt Laufen ist. Ich glaube, ich möchte zukünftig auch wirklich mehr anderen Sportarten Raum geben. Radfahren finde ich tatsächlich sehr spannend. Irgendwo ein uraltes Rennrad habe ich noch draußen stehen. Da wäre vielleicht Zeit mal für ein neues oder vielleicht für einen Crosser.
Auch andere Sportarten, so Richtung ein bisschen mehr Krafttraining oder so, da sind wir Läufer oder Marathonläufer ja auch nicht gerade sonderlich gesegnet gewesen. Aber man merkt, die Kleine wird auch schnell größer und die möchte natürlich trotzdem immer auf dem Arm sein. Also das ist auch was, wo ich, glaube ich, eine gute Portion Ehrgeiz mit reinbringe. Und ansonsten, ja, einfach genügend schlafen. Das ist was, was man sehr gerne vernachlässigt, gehöre ich auch dazu. Also ich kann auch, wenn es sein muss, wenn man wirklich super busy Woche hat, auch mit 5-6 Stunden das eine Zeit lang machen, aber das ist natürlich nicht gesund. Also gesund sich bewegen, schlafen und natürlich Ernährung, Essen, das sind alles die Faktoren, die, glaube ich, wahnsinnig wichtig sind und die ich versuche eben auch in dem Leben nach dem Leistungssport ja, zu priorisieren. Ich trinke meinen AG1, danach trinke ich meinen Espresso und dann ja, zeige ich euch mal noch kurz, wo meine Laufschuhe sind. Ein paar habe ich noch. Ziehe mich um und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus auf die Laufstrecken, die bei mir hier direkt vor der Haustür sind. Ja, hier sind wir im Sportraum, Fitnessraum, wie auch immer man das nennen möchte. Klein, aber fein. Hier gibt es ein sehr, sehr gutes Laufband, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist mehr oder weniger Open End. Da kann man auf jeden Fall verrückte Intervalle ballern. Ist natürlich gerade im Winter eine sehr angenehme Option, wenn es draußen wirklich sehr kalt ist, Schnee, Eis ist. Dann kann man hier auf jeden Fall gut ausweichen. Und ansonsten ist das natürlich auch der Raum, wo so mein Laufkram noch ist. Ne? Also alles an Klamotten, an Laufschuhen, das ist hier unten zum Glück. Dann haben wir oben auch ein bisschen mehr Platz. Vor allem auch meine Frau hat ein bisschen mehr Platz für normale Klamotten. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt ein paar Laufschuhe und irgendwie T-Shirt, kurze Hose und dann gehen wir raus. So, wir sind im Begriff zum Laufen zu gehen. Normalerweise laufe ich direkt von der Haustüre los, aber ich möchte natürlich unseren Gästen hier ein, zwei coole Spots zeigen, wo man auch eine schöne Aussicht hat, eine schöne Landschaft hat. Deswegen nehmen wir kurz das Auto und dann holen wir euch da wieder ab. Ja, großer Faktor Motivation heute für mich ist natürlich die Motivation, die ich selber in der Vergangenheit in meine sportlichen Ziele gesteckt habe, irgendwie anderen hoffentlich mit auf den Weg geben zu können. Da haben wir ja jetzt schon aktuell eine Menge Möglichkeiten, die wir aktuell auch bespielen. Ja, wir haben das Buch von mir, wir haben den wöchentlichen Podcast zusammen mit Ralf, wo wir echt eine sehr große Gemeinde an Menschen inzwischen auch erreichen. Klar, Social Media Kanäle. Wir arbeiten noch ein bisschen was anderem, was mehr so in Richtung Coaching geht. Das ist noch nicht spruchreif, aber auch das ist was, wo wir anderen Menschen die Möglichkeit natürlich geben wollen, ihre eigenen sportlichen Ziele zu verfolgen. Und es ist für mich natürlich einfach ein großes Ziel, meine eigene sportliche Leidenschaft anderen fürs Laufen mitgeben zu können. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Es gibt wirklich viele Quereinsteiger, die ja, durch Zufall vielleicht auch zum Laufen irgendwann kommen und dann vielleicht auch für sich diesen großen Traum haben, ich möchte irgendwann mal einen Marathon laufen. Und das wirkt ja erstmal sehr groß, das Ziel. Und da ist natürlich einfach auch schön, wenn man da auf die verschiedenen Arten und Weisen natürlich denen ein bisschen was mitgeben kann. So, heute ein bisschen später hier als sonst, aber ja, habe ja sozusagen Besuch heute von euch, deswegen alles gut. Wir sind hier ja, 1,5 Kilometer von der Haustür weg, direkt an der Donau, laufe ich natürlich sonst. Wir haben hier in der Nähe auch super schöne Trails, coole Felder, auch da werden wir sicherlich ein, zwei Szenen noch einfangen. Ich bin ehrlich, vorm Laufen bei mir normalerweise kein allzu großes Stretching, außer ich würde jetzt irgendeine Intervallsession machen, beispielsweise auf der Bahn. Ja, ein bisschen durchmobilisieren, ein bisschen durchbewegen, das macht man schon. Ansonsten würde ich sagen, starten wir. So, zurück vom Sport. Für eine kleine Runde hat es auf jeden Fall gereicht. Jetzt ruft die Arbeit. Also das heißt, ich bin auf jeden Fall im Büro jetzt erstmal die nächsten Stunden. Ja, ganz langweilig, wie wahrscheinlich viele von euch. Da geht es natürlich oftmals darum, irgendwelche Calls zu haben, E-Mails zu schreiben. Ja, und neben dem ganzen langweiligen Kram wie E-Mails und Calls, die halt einfach dazugehören, wird hier auch der Bestzeit-Podcast aufgenommen. Also die Fans wissen Bescheid. Das ist der relativ unspektakuläre Hintergrund sozusagen hier bei mir im Büro. Ralf normalerweise hier zugeschaltet, wo auch immer der gerade so unterwegs ist. Und ja, so entsteht das Ganze hier und wird dann auch geschnitten, sodass ihr jeden Freitag natürlich auch die Folge habt, die ja auch häufig von AG1 supported wird.
Ja, den eigenen Job so zu definieren ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Irgendwie in einem Wort das auszudrücken, gelingt mir zumindest bislang noch nicht. Es ist einfach so vielseitig, was ich allerdings als Luxus empfinde, so vielseitig in meinem Tätigkeitsfeld. Also wie gesagt, wir reden von der Zusammenarbeit mit Partnern von mir, wo jetzt vielleicht das ein bisschen mehr vom Performance-Aspekt in der Vergangenheit, nehmen wir es mal Adidas als Beispiel, mehr in Richtung Produktentwicklung geht. Da gibt es aber auch andere Partner, die einen da mehr einbinden. Markenbotschafterrollen sind natürlich immer noch integriert. Klar, Social Media ist eine große Rolle. Der Podcast wird größer und größer. Das ist verrückt. Das ist tatsächlich, der Podcast ist ein typisches Corona-Produkt. Ralf Scholz und ich beide zu viel Zeit. Er konnte keine Wettkämpfe mehr kommentieren. Ich konnte keine mehr laufen. Haben wir gesagt, komm, wir starten auch mal mit einem Lauf-Podcast. Daraus ist dann Bestzeit entstanden. Und ist absolut verrückt, wie viele Menschen da jede Woche einschalten und zuhören. Darüber hinaus, klar, wir haben jetzt ich habe noch eine weitere Firma gegründet mit meinem Freund in allererster Linie, aber auch Manager und Geschäftspartner mit Felix, wo wir zum Beispiel dieses ganze Kaffeeprojekt jetzt gestartet haben vor 4 Wochen. Kenianischer Hochlandkaffee, ein Premium-Kaffee, den wir in Deutschland vertreiben und wo wir aber auch einen Teil unserer Profits wieder für eine soziale Organisation in Kenia zurückspenden, die sich eben gegen Gender-Based Violence einsetzen. Das ist uns sehr wichtig und wir kennen die auch persönlich. Das sind die Sachen. Es gibt ein paar, ich sag mal, Future Projects, an denen wir gerade arbeiten. Das sind nicht alles spruchreif, aber dadurch macht das natürlich sehr abwechslungsreich meinen Alltag. Ich bin immer noch unterwegs. Ich bin immer noch in dieser Laufsportszene sehr drin, was ich absolut als Privileg empfinde, immer noch mit mehr oder weniger den gleichen Menschen zu tun zu haben, mit denen ich schon seit 10, 15, 20 Jahren zu tun habe. Das ist für mich absoluter Luxus. Und es ist einfach extrem abwechslungsreich. Klar, es gibt Tage wie heute, da wird noch ein Podcast nachbearbeitet, da wird vielleicht ein YouTube-Video vorbereitet, man schreibt natürlich auch mal ein Skript, ein Konzept, man hat ganz normale Calls, ganz normale E-Mail-Kommunikation, so das ganz normale, was wahrscheinlich in jedem Arbeitsalltag dazugehört. Aber es sind natürlich auch viele Sachen, wo ich noch rauskomme, und das macht mir auch Spaß. Morgen geht es zum Beispiel erst wieder nach Österreich für 2 Tage zu meinem Partner Intersport, da gibt es ein cooles Camp. Wo wir mit 200 Leuten ein bisschen Motivation, ein bisschen Sport zusammen machen. Und so geht das immer weiter. Ne? Berlin-Marathon schon vor der Tür, auch da werde ich vor Ort sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf. Im Zweifel müssen wir es piepen, Leute. Aber es steht im Raum, dass ich dort als neuer TV-Experte tätig sein darf für Eurosport. Also auch ein neues Tätigkeitsfeld, wo ich mir da ein bisschen Erfahrung mal sammeln kann. Und wer weiß, wo das hinführt. Ich bin einfach immer neugierig und offen. Und freue mich, dass ich meinen Sport auf so viele verschiedene Arten und Weisen erleben kann und auch mit euch teilen kann. In diesem Sinne, ich würde sagen, der Laptop geht aus, das ist aber falsch, der muss natürlich anbleiben. Jetzt geht es nämlich hier erst los. Das war ein Morgen und eine Morgenroutine mit mir. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, fürs Mitkommen und wir sehen uns.